Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist. Draußen ist richtig herbstliches Wetter und das hat mich dazu inspiriert, eine Herbstkarte heute zu basteln. Und dazu möchte ich die neuen Herbstfarben von Victoria Hilbrecht verwenden. Ich habe ja schon mal ein Video in Kooperation mit ihr gemacht, weil ich ihre handgemachten Aquarellfarben so sehr liebe. Und sie hat eine wunderschöne neue Herbstkollektion mit diesen tollen Farben. Die hat sie mir einmal zugeschickt, dass ich sie testen kann. Ihr wisst ja, ich teste erst alles für euch und gebe dann meine ehrliche Meinung dazu. Und ihre Farben liebe ich einfach. Die sind wunderschön, total farbecht. Und lassen sich auch ganz, ganz toll verarbeiten. Bei meinem letzten Video haben mich einige von euch gefragt oder beziehungsweise gesagt, ja, die Farben sehen super aus, aber sie wären auch ganz schön hochpreisig. Und ja, das stimmt. Allerdings würde ich euch gerne einmal erklären, warum sie hochpreisig sind. Also einmal ist das natürlich Handarbeit. Jede einzelne Farbe wird von Victoria handgemischt, die Pigmente verarbeitet und in einem Prozess dann zu diesen tollen Aquarellfarben verarbeitet. Das ist mal das eine. Natürlich, Handarbeit ist immer was anderes, als wenn etwas maschinengemacht ist. Und dann würde ich euch gerne noch eine Sache zeigen. Und zwar, ich nehme mir jetzt mal hier diese Farbe raus oder diese hier. Die habe ich noch sehr, sehr, sehr wenig benutzt. Und ihr könnt es hier sehen, dass diese Töpfchen wirklich randvoll gefüllt sind. Das hier sind halbe Töpfchen und die fassen normalerweise 2 Milliliter. Und durch ihren Farbhügel, ich hoffe, das kann man hier schön sehen, also diesen Farbhügel, der hier oben drauf ist auf den Farben, dadurch passen hier sogar 2,2 Milliliter rein und mehr. Das ist mal das eine. Also ihr bekommt auch richtig viel Farbe. Das Gewicht übrigens, das haben mich auch einige gefragt, das variiert zwischen 3 und 8 Gramm, je nach Farbtyp. Also das hat nicht so viel die Aussage darüber, wie schwer so ein Töpfchen ist. Aber es sind mindestens 2,2 Milliliter drin. Und ich habe mal hier diese, die benutze ich ja auch super, super gerne. Diese von Prima, ne, Art Philosophy, diese Farbkästen, die sind auch total schön und die mag ich gern. Und ich habe euch mal hier eins rausgemacht von meinen Kästchen. Das ist dieses hier, damit ihr einmal den Unterschied seht. Auch das hier ist so gut wie noch gar nicht benutzt. Und alleine hier, ihr seht, das ist dieselbe Größe. Und alleine, wenn ihr das schon seht, wie viel mehr Farbe hier in diesem Töpfchen ist als in diesem. Ja, und ihr seht auch hier wieder den Farbhügel, den Unterschied. Also hier ist wirklich viel Farbe drin. Und dann zeige ich euch noch eine Sache. Ich habe hier neue Aquarellfarbe von Van Gogh. Die sind auch gar nicht so günstig. Und deshalb packe ich euch das aus, dass ihr seht, es ist wirklich ein neues Töpfchen. Ich habe hier nicht schon mitgemalt. Hier habe ich ein bisschen mitgemalt, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Ich habe keinen Hügel oder sowas abgetragen. Die sind noch relativ neu. Aber die hier ist ganz neu, wie ihr seht. Die packe ich für euch hier aus, dass ihr mal den Unterschied sehen könnt. Auch eine tolle Farbe natürlich. Aber jetzt schaut mal. Also, das Farbtöpfchen ist gleich. Ihr habt hier einen dickeren Rand, deswegen ist es ein ganz kleines bisschen größer. Aber das ist ungefähr gleich hoch. Und jetzt schaut mal dagegen nochmal dieses hier. Ja. So, da könnt ihr das ganz gut sehen, dass in den Töpfchen echt, ihr bekommt auch was für das Geld. Das wollte ich an der Stelle nur nochmal sagen, um euch zu erklären, warum die Farben natürlich vielleicht ein bisschen hochpreisiger sind als andere Farben. Außerdem sind sie lichtecht, da hier lichtechte Pigmente verwendet werden. Und Victoria benutzt Bio-Nelkenöl als Konservierungsmittel und damit haben die Farben auch eine sehr gute Haltbarkeit und sind schadstofffrei.
Und wenn ihr mal den Prozess sehen wollt, wie sie diese Töpfchen hier füllt, dann kann ich euch ihr Profil auf Instagram empfehlen. Da zeigt sie das immer wieder ganz ästhetisch in Videos, wie diese Farben verarbeitet werden, bis eben diese Töpfchen dann zu euch kommen. So viel einmal dazu, genug geschwätzt und jetzt starten wir sofort damit, eine herbstliche Karte zu gestalten. Als erstes habe ich mir einmal Aquarellpapier hier zurechtgelegt. Das hat eine 300er Grammatur und eine strukturierte und eine glatte Seite. Für den ersten Schritt nehme ich die strukturierte Seite. Und dann habe ich hier noch zwei Pinsel, etwas Wasser und meine Farben. Und was wir jetzt machen ist, ich werde hier einfach mal einen Hintergrund gestalten. Nehme mir auch einen recht groben Pinsel, gebe mir ein bisschen Wasser auf das Papier und benutze dann einmal die Farben und werde das hier einfach auf das Papier verteilen, um so einen richtig schönen eine herbstliche Farbcollage zu erstellen. Nehme mir das Papier einmal an und nehme mir dann etwas den dünneren Pinsel. Das macht ihr aber bitte genauso, wie ihr das mögt. Ich arbeite gerne mit etwas dünneren Pinseln und vermische mir die Farben, um euch auch mal zu zeigen, wie schön die ineinander laufen und wie schön die sich miteinander verblenden lassen. Auch ein Grund, warum ich die Farben so sehr mag. Dann nehme ich mir noch hier dieses Rot. Der Herbst macht ja auch so richtig schöne rote Farbtöne. Und so gestalte ich mir jetzt einfach dieses Blatt. Ich nehme ganz viele verschiedene Brauntöne aus dem Herbstset. Natürlich verlinke ich euch alle Farben und Victoria selbst auch unten in der Infobox. Und ich gestalte mir das hier. Zwischendurch werde ich es immer wieder mit meinem Heißluftföhn einmal antrocknen, um eben weiterzumachen. Und dann werden wir daraus gleich Blätter ausstanzen. Sind hier schon so richtig tolle Aquarelleffekte entstanden und ihr seht, mein Papier hat sich auch extrem gewellt. Das liegt daran, dass ich so viel Wasser verwendet habe. Ihr könntet es auch einmal festkleben auf eure Unterlage, dann wellt sich das Papier nicht so stark. Mich stört es jetzt nicht, weil wir da gleich Blätter draus ausstanzen werden. Was ich aber jetzt noch mache, ich möchte Sprenkel anbringen. Und das funktioniert auch gut, wenn ihr so einen großen Pinsel habt. Nehmt euch dazu ein bisschen Farbe auf den Pinsel. Und ihr könnt das jetzt hier über einem anderen Pinsel machen. Und dann einfach Sprenkel auf euer Werk aufsprenkeln. Und weil der Herbst ja auch
der goldene Herbst genannt wird, möchte ich natürlich auch noch hier so tolle Metallic-Farbe dazu nehmen. Und dazu nehme ich hier so ein richtig hochpigmentiertes Gold, auch natürlich von Victoria. Das habe ich euch im letzten Video schon gesagt, also von ihren Metallic-Farben bin ich besonders begeistert, weil die einfach so schön pigmentiert sind. Und jetzt machen wir auch noch ein paar goldene Sprenkel drauf. Und das sieht einfach so, so, so schön aus. Und ich sprenkel mir auch noch mit anderen Farben gleich hier ein bisschen drauf. Und dann geht's weiter. Als letzten Schritt gebe ich jetzt noch einmal einfach nur Wassertropfen drauf und da können ruhig auch ein paar größere Wassertropfen entstehen, um noch ein paar mehr von diesen Spritzeffekten zu erreichen und damit die Farben auch noch mal ein bisschen mehr ineinander verlaufen. Spritze ich einfach Wasser drauf. Ihr könntet aber auch so mit so einer Sprühflasche einmal sprühen. Und das trockne ich mir jetzt noch einmal durch. So sieht jetzt mein Herbsthintergrund aus. Die Farben, vor allem die Metallic-Farben, kommen richtig schön raus und das glänzt und funkelt und es gefällt mir richtig, richtig gut. Und aus diesem Blatt werde ich jetzt mit meinen Blattstanzen, ich habe mir hier verschiedene Herbstblätter ausgesucht. Ich kann euch nicht mehr sagen, von welcher Firma die sind. Ich glaube, das ist von Charlie und Paulchen. Dann könnte auch sein, dass das ein oder andere hier vom Action ist. Ich habe einfach alle Blätter zusammen hier auf eine Magnetfolie gepackt und mir leider nicht dazu geschrieben, von wem es ist. Deswegen. Aber ich verlinke euch in der Infobox Blätter, die ich finde, so Herbstblätter. Und damit werde ich mir jetzt hier ganz viele Blätter ausstanzen. Meine ganzen Blätter sind ausgestanzt und ich finde, die sehen schon mal echt cool aus. Aber für den besonderen Kick habe ich mir jetzt hier mal noch dreimal Distress Ink ausgesucht. In Fired Brick, Peel Paint und Vintage Photo. Und damit, dann beginne mal hier mit Vintage Photo und hier so eine, das ist so eine kleine Bürste. Ich glaube, die habe ich mal im Kosmetikladen gekauft. Damit gehe ich jetzt einmal über die Farbe und werde mir die Ränder hier noch einmal so ein bisschen einfärben. Das gibt diesem ganzen Blatt noch so den letzten 3D-Look. Und dann schaue ich mal hier einfach so die Ränder so ein bisschen dunkler machen. Da, wo die Blätter eben auch anfangen, dunkel zu werden. Das gibt noch mal so ein bisschen Kick rein. Einfach nur ein bisschen die Ränder dunkler färben. Das ist schon alles. Das ist das ganze Hexenwerk. Und schon seht ihr den Unterschied. Dann haben die so ein bisschen 3D-Effekt. Das machen wir auch hier. Hier gehe ich aber gleich auch noch ein bisschen mit Rot drüber. Ihr könnt auch so ein Fingerschwämmchen nehmen, wenn ihr damit lieber arbeitet. Auch das geht. Ich mache das hier ganz gerne mit so einem Pinselchen. Das mache ich jetzt noch bei allen. Ich nehme auch noch, wie gesagt, Grün und Rot. Und dann gibt es den nächsten Schritt auf der Karte. Für meinen nächsten Schritt habe ich mir hier diesen süßen Fuchsstempel von Picket Fence ausgesucht. Da waren auch mal direkt hier diese Stanzen mit dabei. Das heißt, den werde ich mir jetzt einmal auf Aquarellpapier aufstempeln. Dazu nehme ich dasselbe wie eben bei den Blättern, nur nehme ich diesmal die glatte Seite und stempel mir das Motiv einmal auf.
Und dann werde ich es mit klarem Embossingpulver embossen und ausstanzen. Und auch das werden wir dann gemeinsam kolorieren. Als Stempelfarbe nehme ich Versafine Onyx Black. Die lässt sich nämlich auch sehr gut embossen. Das sieht doch schon sehr gut aus. Das nehme ich direkt so. Und benutze klares Embossingpulver. Und fülle mir das mit meinem Heat Tool einmal an. Die Füchse sind fertig embossed, überall ist Embossingpulver und deswegen glänzt das Ganze auch so. Ich werde es jetzt ausstanzen hier mit meiner Stanze und dann geht's ans Kolorieren. Die Füchse sind fertig ausgestanzt und embossed und jetzt geht's ans Kolorieren. Dafür nehme ich diese wunderschönen Herbstrottöne und fange mir damit an, meine Füchschen zu kolorieren. Und da gehe ich auch so vor, dass ich so ein bisschen gucke, wie auch Füchse aussehen. Das heißt, ich gehe hier so ein bisschen in die Schnauze rein und gucke, dass sie alle so ein bisschen in die Richtung fuchsmäßig aussehen. Und male die mir jetzt alle so nach und nach aus. Als nächstes nehme ich mir hier einen Kartenaufleger. Das ist das schöne Stone Effect Papier von Charlie und Paulchen und nehme mir wieder die Distress Ink Vintage Photo. Ich habe hier schon ein bisschen angefangen und ich gehe hier einmal nur über den Rand und färbe mir den ein bisschen dunkel für ein bisschen mehr Dimension. Und gehe mir hier einfach nur einmal am Rand entlang. Das reicht schon, um dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Struktur zu verleihen. Und das klebe ich mir auf meinen Kartenrolling. Das ist übrigens in dem Maßen A6. Ich habe hier schon einen fertigen Kartenrolling in A6 und das klebe ich mir hier einfach auf. Ihr könnt jetzt den Kleber eurer Wahl nehmen. Ich nehme Flüssigkleber. Und dann gestalten wir die Karte mit den schön ausgemalten Füchschen und dem Herbstlaub, was wir bereits fertig gemacht haben. Bevor wir jetzt das Ganze hier auf der Karte dekorieren, habe ich mir hier noch ein älteres Stempelset von Charlie und Paulchen rausgesucht und mit dem auch mit dem hübschen Fuchs. Ich nehme aber jetzt den Gruß, kleiner Herbstgruß. Und stempel mir das hier oben auf die Karte auf, wieder in dieser feinen Onyx Black. Und jetzt werde ich die herbstlichen Blätter und meine Füchse auf der Karte verteilen. Ich drücke mir das am Anfang noch nicht überall fest, weil ich eventuell noch Blätter
drunter und drüber dekorieren möchte. Ihr könntet jetzt, wenn ihr wolltet, auch noch mit Abstandshaltern arbeiten. Fertig ist meine Fuchsherbstkarte, gemalt mit den tollen Farben von Viktoria Hilbrecht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen und seid jetzt kreativ und gestaltet selbst eure herbstlichen Karten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß damit und wenn ihr mögt, sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Tschüss!